Ja, aus dem Bereich Binomialverteilung, Bernoulli-Formel direkt zur Playlist rausgeschossen. Ihr habt da alles drin, Beispiele mit Schaubild, ihr kommt dann easy durch. Also dieses P von x gleich k ist gleich n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k. Hört sich furchtbar an und für 1 minus p kann da auch mal q stehen. Keine Panik. Alles ganz entspannt. Zur Visualisierung, Binomialverteilung. Ich nehme jetzt mal, ihr fragt insgesamt 100 Leute etwas. Und zwar n ist dann gleich 100, insgesamt 100 Leute gefragt. Mögt ihr Mathe oder nicht? Und die Wahrscheinlichkeit, die ich jetzt mal vorgebe, ist p gleich. Naja, was ein guter Wert, 0,33%. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, ist weniger. Dazu bei Hypothesentests thematisch später mehr. Ihr wisst jetzt, da ist eine Grundwahrscheinlichkeit von 30% hat sich aus den letzten Jahren ergeben. Ihr fragt 100 Leute und was könnt ihr jetzt machen? Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass 0 jetzt sagen, dass sie Mathe mögen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person sagt, sie mag Mathe, dass zwei sagen, dass sie Mathe mögen, drei und so weiter. Dafür habt ihr jetzt hier eine Möglichkeit, nämlich P von, ich rechne aus, die Wahrscheinlichkeit für drei. Also nehme ich hier, das ist der sogenannte Binomialkoeffizient, n ist 100 insgesamt, k ist genau drei. Es geht mir darum, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass drei sagen, sie mögen Mathe. Mal p ist die Grundwahrscheinlichkeit, 30% mögen Mathe, also 0,3. Aufpassen. Es kommt tatsächlich vor, dass manche 30 hinschreiben, wenn im Text steht, 30% mögen Mathe. Denkt hier dran, die Dezimalzahl zu nehmen. Hoch k mal und dann für q, wenn ihr eine Formel habt, wo q steht, 1 minus p ist gut zu wissen. Dass ich eben 1 minus 0,3 rechne. Deshalb steht dann da 0,7. Wenn ich den ausgerechneten Wert nehme, 0,7, vielleicht eine Eselsbrücke, das muss beides zusammen 1 ergeben. Hoch und oben kann man ausführlich hinschreiben, n ist 100 minus k3. Das könnt ihr jetzt in den Taschenrechner eingeben, bekommt dann entsprechend den Wert raus. Und vielleicht nochmal die Brücke zur Binomialverteilung gefunden. Der Erwartungswert μ ist ja gleich n mal p, also 100 mal 0,3 wäre hier 30. Um den Erwartungswert bei, das ist jetzt Pünktchen, 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 nicht maßstabsgetreu, bei 30 wird, wenn ihr das visualisiert, immer die höchste Ausprägung sein, also die höchste Wahrscheinlichkeit und alles drumherum nimmt dann entsprechend ab. Also es wird immer unwahrscheinlicher, wenn 30% stimmt, dass 100 Leute sagen, sie mögen Mathe oder dass 0 sagen, sie mögen Mathe. Und dann kann man eigentlich schon weitergehen, hinterher zum Thema Testen. Stimmt irgendetwas, wenn ihr da so eine Aussage seht oder nicht? Ich hoffe, hier habt ihr jetzt erstmal nochmal das Grundverständnis für diese Formel. Alles Weitere kann man sich auch in Einzelvokabeln nochmal schnappen. Thema Binomialkoeffizient. Und ihr müsst schauen, ob ihr von Tabellen ablesen müsst, ob ihr es mit dem Taschenrechner ausrechnet. Wichtig nochmal immer wieder, oder das ist mein Tipp, dass ihr visualisieren könnt und das Schaubild versteht, dann kommt ihr durch dieses Thema wesentlich einfacher durch.